Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir machen hier fleißig in Heu. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt noch Heu ist oder noch Ausflussheu-Symbol. Wir machen hier fleißig Heuballen. Hoffentlich reicht es wirklich nochmal, dass es ein ganzer Ballen wird dort. Die Bahn, die wir da haben, aber sollte eigentlich ein bisschen mehr als eine Breite. Aber halt eben Teil auch außerhalb des Feldes. Also von daher. Gut. Ansonsten müssen wir zugucken, dass wir noch irgendwo ein bisschen Heu vielleicht eventuell finden, was wir dann aufsammeln können oder wo wir dann nochmal ganz kurz ein Stückchen Heu draus machen können. Hier geht es erstmal ordentlich drüber. Ja, das wird knapp. 3000 Liter haben wir schon. Oh, das wird sehr, sehr knapp. Ich weiß hier mal ein bisschen Gras rein. Oh, hoffe, dass er noch als Heubein gilt. Aber ich denke mal, ein Großteil ist Heu, also sollte er eigentlich auch noch als Heubein gelten. So. Sehr schön. Ist ein Heubein, bleibt ein Heubein, wird immer ein Heubein sein. Ne? So. So, jetzt die hat bis 4500 Liter jetzt. Weiß ich gar nicht, wie viel Kapazität hat eigentlich, upsala, kleine hier. Könnte kleiner sein, ne? Und umso kleiner die Dinger sind, umso größer ist das eigentlich, weiß ich nicht. Nur das gemietet von dir. Kuhn VB 3190. Kann man das irgendwo sehen? Im Shop vielleicht? Und da Ballentechnik? Ballenpresse. So. Ach, die macht unterschiedlich. 125 bis 170. Okay. Und ich hatte jetzt die Pöttinger hier, ne? Die macht 125. Und die macht 125. Was ist das denn hier? Die kann gleich mitwickeln, oder wie? Okay. Und hier haben wir noch. Oh, noch größer. Ah, der macht Quaderballen. Alles klar. Okay. Welche haben wir denn? Da haben wir auch die Pöttinger. Okay, dann nehmen wir einfach die Pöttinger hier. Die ist ja eh gerade leer. So. Dann wollen wir hier loslegen. Pick up runter und dann nehmen wir hier mal auf ordentlich. Und hier haben wir den Silageballen. Dann müssen wir den Silageballen bloß zu unterschiedlichen Sachen dann tragen. Also zu unterschiedlichen Firmen bringen. Ah ja, guck mal, Gras macht doch bis 3500 Liter. Alles klar, okay, gut. Nee. Falscher Knopf. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo ich die automatische Ablage. Ups, dann ist das nämlich auch durch. Meister, die Ballen nehme ich mal raus. Wo er gerade geht und steht. Und dann müssen wir nur noch wickeln. Und dann können wir alles wegbringen, transportieren, Geld verdienen. Ist aber eine ganze Weile die Bahn hier liegen. Okay, da müssen wir trotzdem kurz anhalten. Auch wenn das automatisch rausschmeißt. Muss ja nun nicht sein, dass wir da jetzt 3 Meter mal liegen lassen. So. Und dann hier rüber. Also die Lage werden wir wahrscheinlich. Na gut, müssen wir gucken, wo wir das meiste Geld dafür kriegen. Das kann ja natürlich auch noch. War noch nicht einsatzbereit. Ah, rückwärts pickt er auch ab. Alles klar. Ne, das ist doch schön. Da müssen wir noch gucken. Also ich denke mal, wo wir die Silage denn am teuersten Verkauf kriegen. Aber ich denke mal, Biogasanlage schon ganz okay. Ich weiß ja nicht, wie viel Ballen ich bei dem anderen Verein abliefern muss. Also bei den Viechern. Aber da werden wir dann erstmal versuchen, da abzuliefern. Und dann gucken, dass sie dann da die ersten 2 Ballen da sind, wie viel Geld wir oder wie viel Prozent das sind. Und dann hoffen, dass dann mit 4 Ballen die Sache erledigt ist. Und dass wir den Rest dann alles immer schön zur Gasstation bringen können, weil das ist ja der Weg deutlich kürzer. Damit wir nur einmal bis zum Viehhändler mit den Ballen
fahren müssen. Weg ist sie denn jetzt auch. Ein bisschen länger von hier. Obwohl, geht eigentlich, ne? Auf der Autobahn, runter von der Autobahn, dann bist du da. Sollte nicht ganz gut funktionieren, ne? Komm mal, so. Mag er hier hängt, wollte ich gar nicht so doll. Gut. Ich habe auch keine Reserve mehr, also wenn ich jetzt so irgendwie so mit viel, mit ganz knapp vor viel Ende, dann glaube ich ein Problem. Ja, schade, wenn ich den Ball nicht fertig kriegen würde. Aber auch hier kommt schön viel Gras zustande. Ja, ja, ich weiß. Gerät ist nur für Lohnarbeiten. Bist du bereit? Und Abfahrt. Ja, gut und gut, ich habe hier drei Aufträge angenommen. Also ich erzähle das nochmal, das habe ich am Anfang der letzten Folge schon erzählt, dass wir hier drei Aufträge haben, die uns gut und gerne dann am Ende vielleicht 15 bis 20.000 Dollar, also 15.000 Dollar mit Euro mit Sicherheit einbringen. Obwohl, ich hätte mal die Währung umstellen sollen auf Dollar, weil wir ja eh in den USA unterwegs sind hier, ne? Hätte man machen können, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir erhoffe ich mir dadurch jede Menge Geld und na gut, deswegen mache ich das ja auch hier mit der einfachsten Art und Weise. Und wenn ich das jetzt hier in zwei Folgen wirklich durchkriege, so viel Geld zu verdienen, dann ist das wirklich echt richtig gut gelaufen dann hier, die Einzelaufträge. Es sind natürlich jede Menge Arbeitsschritte, ja, aber was willst du machen? So ist es halt. Ah, das wird kein ganzer Ballen mehr da vorne. Und da kriege ich auch nichts mehr beschönigt oder irgendwo anders noch an Gras her, dass der Ballen hier noch voll wird. 1000 Liter finde ich nicht mehr. Schade. Na gut, dann ist das so. Machen wir das Ding hier mal ab und dann holen wir uns mal die Ballenwickelmaschine und dann wickeln wir die Ballen ein. Ich finde den Balltrag gar nicht schlecht hier, muss ich ehrlich sagen. Also das hat ja einen schönen Sound und so. Gibt mir echt gut. Also da könnte ich... Da könnte ich mit leben, wenn ich so einen selber hätte. Hatte ich gar nicht so oft Schirm, die Marke, muss ich wirklich sagen. Aber jetzt so, wenn ich hier mit dem arbeite, dann macht es Spaß. So, gut. Den wollen wir kicken hier. Hier daneben fahren. Ausklappen, das Ding. Ah, hier liegt auch noch ein bisschen Gras rum, ne? Also, 1000 Liter wird es halt nicht mehr, ne? Irgendwo mehr zusammen. Wäre cool, wenn ich noch einen Ballen kriegen würde. Ja, halt eben nochmal 3.500 Liter Silage, ne? Jetzt habe ich den Automatismus eingeschaltet. Und automatisch ablädt. 3.500 Liter Silage, das sind dann auch schon wieder ein paar hundert Taler. Muss man vielleicht auch noch mal gucken, ob er da nicht noch irgendwo hier am irgendeinem Feldrand ein bisschen was abgemäht kriegen. Und da oben haben wir schon geguckt. Ich könnte da wahrscheinlich noch mal an der Kante vom Feld lang fahren. Ja, also hier die Kante, die könnte ich noch abmähen, die hier dann lang steht. Und dann mal einmal rüberfahren mit der mit dem Ballenteil und nochmal gucken, dass ich ein bisschen was eingesammelt kriege. Den Ballen würde ich ganz gerne da wirklich noch voll haben. Das ist mir denn doch zu viel Geld, was mir da vielleicht durch die Lappen geht. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Gut.
So. Leg dich hin. Voilà. So, haben wir den Ball. Da hinten unten am Fußende auch nochmal langfahren. Da könnte auch nochmal so ein paar Liter bringen. 1000 Liter ist natürlich schon nicht so wenig, ne? Ich ärgere mich nachher nun auch umso düller, wenn es noch weniger oder noch knapper ist, was dann fehlt. Ob hier um 50, 60 Liter geht oder so. Vielleicht sollte ich hier immer mal hinfahren und die Feldränder am Ende abmähen. Die Momente, wo das quasi immer da ist. Die Aufträge hier auf den Äckern, der obwohl, habe ich jetzt, jetzt habe ich alle, jedes Feld hier hinten einmal gemacht, ne? Das Feld haben wir schon mal gemacht. Da haben wir mit den kleinen Ballen, da habe ich irgendwie 80 Ballen oder sowas darunter geholt. War ja sozusagen auch der Startschuss für die Schafe. Hier ist noch ein Ball. Das ist wieder Kreuze quer gemacht, ne? Sowas, sowas, sowas. Dann kommen wir mit hier. Dann werde ich die Wickelmaschine gleich abstellen. Dann holen wir uns den irgendeinen Frontschneider vom Rasenmäher. So, dann holen wir uns das Ding hier hinten dran. Dann mähen wir noch mal ein bisschen Rasen und wollen ein bisschen Rasen einsammeln. Oder? Na, fahr doch vorwärts. Ist doch richtig. So. Jetzt holen wir uns hier mal noch einen Frontschneider, Rasenmäher. Warte mal, ich kann jetzt mal gucken hier VB. So. Da liegt der Frontschneider rum, den hole ich mir mal. Mal aus hier. Die paar Meter, die schaffe ich immer so. Geht doch noch richtig was hier. Guck an. Haben wir schon 200 Liter geschafft hier. So, dann gucken wir mal, ob wir da unten nochmal so einen Querschnitt lang kriegen. Nicht so ein ganz. Dann ziehen wir hier mal hoch, aber hier wollen wir nicht viel hoch abkriegen, ne? Da schneidet sich nicht viel ab von dem Gras hier. Quasi gar nichts. Schade. Geht halt als Weg oder so. Und sich beschwert über Lohnarbeitssachen. Okay, haben wir noch ein bisschen was hier gekriegt. Ah, aber auch nicht viel, ne? Ah, hier kommt wieder noch ein bisschen was rein. So. Gibt zumindest schon mal. Oh, das wird ganz knapp bei 1. ...3.300, 3.400, wir kriegen noch einen Ballen zusammen, wir schaffen das noch. Mit dem Rest dort, das muss lang hier, was da liegt. Jawollo, da ist er doch. Sehr schön, oh, das freut mich jetzt.
Das freut mich jetzt sehr, weil das nochmal 3500 Liter mal, weiß ich nicht, 600 oder was es gibt pro 1000 Liter. Also das ist echt nicht wenig Geld, was da jetzt nochmal bei rumkam. Also ich sag mal so, selbst wenn wir den als Grasballen verkaufen, kriegen wir dort so viel Geld zusammen, dass die Miete aller Maschinen quasi rauskommt dabei. Cool. So. Und dann geht's jetzt los, alles einsammeln und dann dahin bringen, wo es hingehört, ne? Und Geld verdienen. Ui, 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 ui. So. War ja toll, dass das wirklich noch geklappt hat. So, und jetzt müssen wir uns einmal den da dran hängen. Müssen wir einmal zur Biogasanlage, dann müssen wir einmal zum und zweimal zum Filan fahren. Hoffentlich bloß zweimal zum Filan. So. Den absenken, ausklappen. E. Absenken, ausklappen. So, jetzt müssen wir nochmal ein paar Ballen zusammensammeln. Balle Nummer 1 haben wir. Nicht ganz DGL, wie ich das jetzt hier glaube ich verwende. So, bin ich vorne drauf? Ja. Dann zusammenklappen und hochheben. Dann müssen wir jetzt rückwärts hier noch ein paar Ballen einsammeln. Upsala. Nee. Hat so nicht. Ich finde die Farbe von dem Baltra irgendwie cool. Bin ich nicht so ein Grün-Fan, aber das irgendwie geht. Nein, jetzt aber. Was soll denn? Nein! An welcher Stelle haben wir denn wieder Unfähigkeit bestellt? Wenn ihr wieder den LS-Spieler bei Wish bestellt, ne? Wieder genauso schief. Hier wieder in die falsche Richtung lenken. Hör mal! Bringt doch heimlich. Sag mal! So, jetzt gerade drauf zufahren, bitte. Na, wo willst du hin? Entschuldigung. Ist daran, dass das Gewicht vorne, also dass die... Sag mal, das gibt's doch nicht. Was macht der denn da? Hallo, Rückwärtsgang. Grauenhafte Technik. Was ist denn mit ihm? Mann, nach ihm. Nö, ist ja nicht so, dass ich schon dreimal auf den Gangwechsel gedrückt habe. Ja, cool gewesen, wenn das gleich beim ersten Mal funktioniert. Naja, nicht so.
Entschuldigung. Das ist der Moment, wo ich in anderen Spielen Alt F4 drücke. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und wenn dennoch auch noch zu dieser Ungeduld quasi der ein bisschen eigene Unfähigkeit, die Einsicht der eigenen Unfähigkeit und dann auch noch dann da was dazu kommt, wie zum Beispiel, dass die Steuerung mir einfach zu sperrig ist dann an manchen Stellen. Meine Fresse, das dauert ja hier länger als Kinder kriegen. So. Ab zur Biogasanlage. Und abgeliefert die Dinge hier. Vielleicht reicht das ja sogar schon aus und dann haben wir den ersten Auftrag schon fertig. Bloß den darf ich nicht abgeben, weil dann verliere ich die ganze Technik hier. Ja, also wenn dann auch noch solche Fisseligkeiten dazu kommen. Das ist zum Beispiel sowas, warum bei mir Sport und Autorennen ganz schwierig sind. Ich mache es echt gerne und so, ich bin aber halt eben nicht gut genug da drin, dass ich selber mit mir zufrieden bin mit dem Spiel und dann werde ich sehr schnell sehr fuchsig. Und deswegen mache ich mich Sportspiele eher aggressiv als irgendwelche Shooter. Shooter, naja, kann ich spielen, da rede ich mich auch vielleicht über die Dummheit anderer Mitspieler. Wenn es ein Taktik-Shooter ist oder so, das kann passieren, aber das ist alles nicht so wild wie wenn ich Madden spiele und oder FIFA. Also FIFA hat durchaus schon an den einen oder anderen Controller gekostet. Und die eine oder andere Macke in die Tischkante gemacht. Deswegen spiele ich kein FIFA mehr. Das letzte FIFA, das ist sowieso. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auch früher alles einfacher. FIFA 2004 habe ich gerne gespielt. Auch den Fußball mit der 2004 habe ich sehr gerne gespielt. Da hatten die Fußballer 16 Eigenschaften. Ne? Ja, reicht doch hin. Ja. Aber jetzt musst du ja darauf achten, ob die Schnürsenkelfarbe von dem einen mit dem anderen koaliert. Ansonsten hast du Schwierigkeiten in deinem Team. Okay. Geht mir ja irgendwie denn doch. Das. Ach ja. Das war's schon. Ja, das ist doch gut. Zack. 2000 Euro bekommen. Sehr schön. Dann haben wir ja schon mal die erste Lohndienstleistung komplett abgeschlossen. Gefällt 13. Und da liegt ja noch ein Ball, ne? Also da liegen wir mal 1000 Dollar rum. Gut, naja, dann würde ich sagen. Ja, soll ich es riskieren, dass ich jetzt so zwei und zwei Ballen mitnehme? Weiß es nicht. Da bin ich mir jetzt so unschlüssig. Bin ich wirklich unschlüssig, wenn ich jetzt nämlich sage, okay, zwei Ballen haben jetzt ausgereicht für von Feld 13 und das ist noch der größte Auftrag gewesen mit dem größten Feld. Das heißt, dann müsste ja bei den anderen beiden eigentlich auch jeweils zwei Ballen reichen, damit der Auftrag erledigt ist. Oder? Ich guck gleich nochmal, welches das größte Feld von allen war. Aber wenn das so ist, dann würde ich das Risiko eingehen und sagen, okay, dann nehme ich jetzt so zwei. Gut, ich meine, sonst fahre ich eh. Also zweimal würde ich eh fahren. Kannst ja einmal so machen und wenn ich dann merke, okay, ich brauche von ihm noch einen Ball, dann muss ich halt noch ein zweites Mal fahren. Mein Gott. Ist ja egal. Aber das könnte dann auslangen und dann haben wir hier jede Menge Zeug rumliegen, den ich dann noch zu mir wieder transportieren muss. Da muss ich ja auch. Eins. Oder auch zweimal fahren noch, damit ich alle Ballen bei mir auf dem Hof oder verkauft habe. Naja, immerhin. Gut. Dann machen wir aber alles in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.